Festivals. Hier bestimmst du selbst, was du machst. Erstelle mithilfe der Blaupausen eigene Veranstaltungen und lade andere Spieler zu dieser Spielsitzung ein. Horizon Pulse mit Amy Simpson. Ihr habt vielleicht bemerkt, wie sehr unser Festival dieses Jahr gewachsen ist. Und es scheint, als wäre das noch nicht alles. Unsere Partylöwen in Byron Bay haben eine flotte Rennboote vor der Küste beim Zeitfahren beobachtet. Das Horizon Auto Festival wird doch wohl nicht zum Horizon Auto und Boots Festival? Oder ist das nur ein weiteres spektakuläres Schaurennen? Näheres wissen wir noch nicht. Aber wenn wir was erfahren, hört ihr es zuerst hier bei Pulse. Show.
Wenn du rückwärts fährst oder den Flaggenbereich verlässt, zählt der Versuch nicht. So sind nun mal die Regeln. Probier's nochmal, aber nicht schummeln. Was geht? Hier ist Scott Tyler und ihr hört Bass Arena. Jetzt hört mal her, Leute. Boom Bay hat sich einen Platz auf der Weltkarte gesichert. Ich meine, klar, es war schon vorher auf der australischen Landkarte und zwar schon seit Ewigkeiten. Aber jetzt ist es auf dem Schirm von Horizon, was es genau gesehen auch schon vorher war. Sonst hätten die Fahrer ja nicht hierher gefunden. Aber was ich eigentlich sagen will, es ist groß, okay? Byron Bay ist gewachsen, es ist riesig und es macht Spaß. Wenn ihr immer noch nicht hier seid, worauf wartet ihr dann noch? Weitere Sonderziele von den Location Scouts ausgemacht. Du weißt, was zu tun ist. Ich habe unsere Location Scouts nach Stunts und Rennen beim neuen Festivalgelände suchen lassen. Das ist nicht bloß ein Surferparadies. Viel Spaß! Gerüchteküche brodelt weiter. Ein stillgelegtes Auto verrottet in einem alten Schuppen. Mach das, was du immer machst.
Ich habe gerade mit den Leuten vom Horizon telefoniert. Ich bin so kurz davor, die neueste Bühne genehmigt zu bekommen. Wir brauchen nur noch ein paar mehr Fans. Hilfst du mir dabei? Thank you.
für jeden. Das ist ein wunderbares Gefühl. Ich bin Don Thompson und hier ist Timeless FM. Alle Teilnehmer am Horizon Festival, die vielleicht zuhören, könnte es vielleicht interessieren, von einem dreirädrigen britischen Monster zu hören, das irgendwo hier in der Nähe in einer Scheune gesehen worden sein soll und gefunden werden will. Übrigens bin ich auf jeden Fall froh, dass Sie gute Musik zu schätzen wissen. Lassen Sie mich gleich noch ein Stück zu Gehör bringen.
geht, Leute? Ihr hört Bass Arena mit Scott Tyler. Das ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Die neue Location für das größte und beste Horizon Festival aller Zeiten ist jetzt eröffnet. Hier in Surfers Paradise. Was muss man da noch groß sagen? Dieser Ort trägt das Wort Paradies im Namen. Leute, es wird Zeit, dass ihr vorbeikommt. Für die Musik sorge ich. Von Punkt A nach Punkt B auf abgeriegelten Straßen. Und ab dafür! We'll be right back.
draußen. Don Thompson begleitet Sie auf Timeless FM. Es gibt Neuigkeiten vom Horizon-Völkchen. Sie haben Ihr Byron Bay Festival noch einmal erweitert. Als Anwohner kann ich vermelden, dass die hier einen wirklich gewaltigen Maschinenpark aufhaben. Zelte und Beleuchtung und Lastwagen, sogar ein Riesenrad. Meine Gattin würde sogar gern hin und einmal damit fahren. Erstmal verlegen wir uns lieber auf noch ein bisschen Musik, denke ich.